Hallo, liebe YouTube-Freunde! In dem heutigen Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du diesen einpoligen Phasen- bzw. Spannungsprüfer richtig benutzen kannst. Nach einem kurzen Intro geht's los. Ja, dann wollen wir uns mal den sogenannten Phasenprüfer bzw. einpoligen Spannungsprüfer einmal genauer anschauen. Da haben wir hier vorne erst einmal den sogenannten Schlitzschraubendreher von der Ausführung her. Dann haben wir hier vorne eine Isolierung, die praktisch über den ganzen Prüfer rübergeht. Dann haben wir hier ein kleines Sichtfenster. Dahinter verbirgt sich dann der Widerstand bzw. die sogenannte Glimmlampe oder eine kleine LED. Ja, ganz am Ende des Spannungs- bzw. Phasenprüfers haben wir den sogenannten Kontakt. Mit diesem schließen wir dann sozusagen den Stromkreis und im Idealfall, wenn wir denn eine Phase gefunden haben, leuchtet hier in diesem kleinen Fenster die Glimmlampe. Ja, ganz wichtig, bevor wir den Spannungsprüfer benutzen, überprüfen wir diesen auf Beschädigung. Wenn hier irgendwo ein Riss oder eine Bruchstelle ist, dann solltet ihr den aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwenden, weil dann euer Schutz vor einem Stromschlag nicht mehr gewährleistet werden kann. Ja, dann probieren wir das Ganze doch einmal aus. Stecken den Spannungsprüfer hier rein und wie man sieht, ich hoffe, man sieht das, wenn ich mit meinem Daumen hinten den Kontakt schließe, leuchtet die Diode auf und wir wissen, dass diese Leitung sozusagen unter Spannung ist, beziehungsweise wir die Phase gefunden haben. Probieren wir das auf der anderen Seite, sehen wir, leuchtet nichts auf. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Erklärvideo weiterhelfen und dir einen wertvollen Tipp geben. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Ganzen doch einen Daumen hoch. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, abonniere doch einfach meinen Kanal, denn das ist kostenlos. Also, bis zum nächsten Video. Euer Alex. Ciao.